darf in die Tagesordnung eintreten. Rufe den Tagesordnungspunkt 43 auf. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Wirtschaftliche Folgen von Corona abfedern, Hessens Unternehmen unterstützen. 20-2678. Wir haben uns vereinbart, dass die Redezeit 10 Minuten beträgt. Und als Erste darf ich bitten, ans Rednerpult zu kommen, Frau Kollegin Kinkel für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Sie haben das Wort, Frau Kollegin Kinkel. Morgen. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Corona stellt die Gesellschaft vor riesige Herausforderungen. Und neben dem Gesundheitsbereich ist es auch die wirtschaftliche Situation, die uns alle die Auswirkungen der Krise spüren lässt. Unternehmerinnen und Unternehmer, Angestellte, Selbstständige, Sie alle haben Ihre Verantwortung zur Eindämmung der Pandemie in den letzten Wochen und Monaten vorbildlich wahrgenommen, verbunden mit hohen Anstrengungen und zum Teil hohen Einsatzeinbußen. Und dafür ein herzliches Dankeschön. Und dass die drastischen Maßnahmen notwendig waren und genau richtig waren, das bestätigen uns jetzt die niedrigen Infektionszahlen. Das schnelle Handeln, das hat uns vor Zuständen wie in anderen Ländern bewahrt. Und gleichzeitig mussten von Anfang an schnellstens Hilfen für diejenigen geschaffen werden, die besonders unter dieser Situation leiden. Das waren Hessens Wirtschaft, die Einzelhändler, Unternehmerinnen und Unternehmer, Dienstleister, die Kultur- und Kreativwirtschaft und natürlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da ist z.B. der Buchladen in der Kleinstadt, der seit Jahrzehnten durch ein gutes Angebot und durch gute Aktionen sich gegen den Online-Versandhandel behaupten konnte. Die Schließung hat ihn hart getroffen. Es wird nicht erwartet, dass der Umsatzverlust wieder aufgeholt werden kann. Im Gegenteil, es besteht das Risiko, dass der ein oder andere Kunde dann doch den Online-Buchhandel für sich entdeckt hat. Und dann ist da der Solo-Selbstständige, ein Fotograf, der seinen Umsatz hauptsächlich durch Veranstaltungsfotografie gemacht hat und der nun seit Mitte März kein Einkommen mehr hat. Zwar kann er mit Soforthilfen die Leasingkosten für sein Equipment abdecken, aber es bleibt ihm zur Deckung seines Lebensunterhaltes nur Arbeitslosengeld II. Das sind nur zwei Beispiele, wie es derzeit Unternehmen und Selbstständigen in Hessen gehen kann. Und deshalb ist es richtig, dass Land und Bund schnellstmöglich Programme aufgelegt haben, um die Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaft abzumildern. Und das mit dem obersten Ziel, unverschuldet in die Krise geratene Unternehmen sind zu unterstützen, damit wirtschaftliche Strukturen erhalten bleiben, Insolvenzen vermieden werden, Marken bestehen bleiben und natürlich auch die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die Landesregierung hat gute Instrumente geschaffen, um der Wirtschaft zu helfen. Sie reichen von Soforthilfen, Krediten, Steuerhilfen zu Bürgschaften. Und auch das vom Bund angebotene Kurzarbeitergeld ist da ein wichtiger Baustein. Die Soforthilfen, bestehend aus Bundes- und Landesmitteln, sind dafür da, um kurzfristige Liquiditätsengpässe mit einem Zuschuss decken zu können. Es war übrigens die richtige Entscheidung, dass wir in Hessen mit dem Start des Programms einen Moment gewartet haben, damit es jetzt in einem Eintragsverfahren sowohl die Bundes- als auch die Landesmittel abgerufen werden können. Denn das vereinfacht das Verfahren für die Unternehmen erheblich. Und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien, in den Regierungspräsidien, die teilweise das Wochenende durchgearbeitet haben, um diese Anträge zu bearbeiten. Vielen, vielen Dank. Neben den Zuschüssen gibt es Kreditprogramme mit niedrigen Zinsen für kleine oder für mittlere Unternehmen. Und für größere Unternehmen hat die KfW-Bank verschiedene Programme aufgelegt. Und dieser kluge und aufeinander aufbauende Mix aus Förderinstrumenten, da ist für die meisten Unternehmen etwas dabei, um die Auswirkungen von Corona abzumildern. Aber trotzdem muss man in manchen Bereichen nochmals genauer hinschauen, um zu prüfen, wer derzeit durchs Raster fällt oder wer besonders betroffen ist. Keine Frage,
Gerade der Hotel-, Veranstaltungs- und Gastronomiebereich hat starke Einbußen derzeit. Gerade die letzten Wochen, die sonnig waren und die wir alle wahrscheinlich gerne im Biergarten oder bei unserem Lieblingsitaliener verbracht hätten, diese Einbußen, diese Einkommenseinbußen, die sind weg. Und es wird auch keine Nachholeffekte geben, weil wir die Pizza, die wir letzte Woche nicht bestellt haben, auch bei der Wiedereröffnung nicht doppelt bestellen werden. Deshalb ist es richtig, dass es jetzt klare Öffnungsperspektiven gibt und dass auch nach der akuten Corona-Phase wir ein abwechslungsreiches Gastronomieangebot haben und das nicht nur in den Großstädten, sondern auch in Innenstädten von kleinen und mittleren Städten und im ländlichen Raum. Und ein weiterer Bereich, wo genau hingeschaut werden muss, das sind die Start-ups. Die Voraussetzung für viele Programme ist ein betriebswirtschaftlich gesundes Unternehmen vor dem Jahr 2020. Aber gerade für Start-ups ist das ein Kriterium, das nicht immer funktioniert, weil ein neu gegründetes Unternehmen natürlich nicht von Anfang an schwarze Zahlen schreibt. Und deshalb gab es einen engen Austausch mit der Start-up-Szene in Hessen und als Ergebnis schon früh, schon vor dem KfW-Programm, das Programm Hessen Mikroliquidität mit einer 100-prozentigen Haftungsübernahme mit einem niedrigen Zins. Und das ist vor allem für viele Start-ups sehr attraktiv, weil sie oftmals keine Hausbankbeziehungen haben und damit sehr stark hilft. Das zeigen auch die Antragszahlen. Der hohe Anteil von kleinen Unternehmen, die dieses Programm abgerufen haben, bis zu 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zeigt, dass das Programm genau dort wirkt, wo es gebraucht wird. In einer besonderen Situation sind auch die Soloselbstständigen, wie der eingangs genannte Fotograf. Viele Soloselbstständige haben zwar relativ geringe laufende Kosten, aber eben kaum Möglichkeiten, weitere Einnahmen zu schaffen. Es bleibt nur der Weg zur ALG II. Da wurde zwar der Zugang erleichtert, aber trotzdem bleiben Schwierigkeiten. Zum Beispiel die Einkommensprüfung bei Bedarfsgemeinschaften oder bei Partnern findet nach wie vor statt. Es wäre deshalb für Soloselbstständige sehr hilfreich, wenn für die Absicherung auch der Lebensunterhalt bei den Soforthilfen angerechnet werden könnte. Das können wir in Hessen leider nicht einfach so machen. Denn da wir im Soforthilfeprogramm auch Bundesmittel weiterleiten, sind wir an die Vorgaben des Bundes gebunden. Und deshalb appellieren wir an die Bundesregierung, lassen Sie es zu, dass die Lebensunterhaltskosten ebenfalls durch die Soforthilfen bezuschusst werden können, und sichern Sie so die Existenzen von zahlreichen Soloselbstständigen, von Künstlerinnen und Künstlern und der großen Anzahl von Kreativschaffenden in Hessen. Sehr geehrte Damen und Herren, niemand von uns besitzt eine Glaskugel. Niemand kann mit Gewissheit sagen, wie sich das Virus weiter ausbreitet und welche Lockerungen welche Folgen haben werden. Diese Ungewissheiten müssen wir aushalten. Und mehr denn je zeigt die aktuelle Situation, dass nicht alles berechenbar, dass nicht alles vorhersehbar ist. Aber eines wissen wir jetzt schon, nämlich dass es kluge Programme und Ideen braucht, um die Folgen der Corona-Krise und die nie dagewesenen Auswirkungen auf die hessische Wirtschaft auch in naher Zukunft abzumildern. Und bei allen Konjunkturprogrammen und weiteren Hilfen für die Wirtschaft sind 3 Punkte besonders wichtig. Es muss klipp und klar sein, dass es keine Staatshilfen bei fortlaufenden Boni- und Dividendenzahlungen gibt. Das wäre unmoralisch und einfach nicht vertretbar. Konjunkturanreize müssen vor allem Innovationen, Digitalisierung und Effizienz fördern. Und besonders wichtig, Konjunkturprogramme müssen gleichzeitig auch die Klimakrise lösen. Ich zitiere: Wir appellieren an die Bundesregierung, wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Bewältigung der Corona- und der Klimakrise eng zu verzahnen. Und das ist kein Auszug aus einem grünen Parteitagsbeschluss, sondern ein Aufruf von 60 Unternehmen zum Petersberger Klimadialog in der letzten Woche. Und die Unternehmen haben recht. Alle Konjunkturprogramme, die jetzt auf den Weg gebracht werden, müssen dazu führen, die hessische Wirtschaft zukunftsfähig zu machen, modern aufzustellen
und für diese nachhaltigen Hilfen setzen wir uns ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kinkel. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Naas für die Fraktion Die Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In einem gebe ich Ihnen recht, Frau Kollegin Kinkel. Das Wichtigste für die hessische Wirtschaft ist derzeit eine verantwortungsbewusste und schrittweise Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität, eine Öffnungsstrategie, die hilft hessischen Unternehmen mehr als alles andere. Und da sind die letzten Stunden sehr viele positive Nachrichten zu vermelden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, trotzdem hätte ich an Ihrer Stelle einen anderen Setzpunkt heute gewählt. Zum Beispiel, innerhalb von 2 Jahren haben sich die Rebhühner im Feldflurprojekt Bad Zwesten verdreifacht, verkündete Hessens Umweltministerin Priska Hinz am 24. April. Durchschnittlich 8 Jungtiere. Das war Ihre letzte positive Pressemeldung, und daraus hätte man einen guten Setzpunkt machen können. Aber einen Setzpunkt zum Thema Wirtschaftshilfe für Solo-Selbstständige in Hessen halte ich wirklich für äußerst mutig von den GRÜNEN. Denn wenn ich mir Ihren Antrag so angucke, dann ist das doch ein äußerst dünnes Süppchen. Und man stellt sich die Frage, was machen Sie eigentlich für Solo-Selbstständige in Hessen, liebe Kolleginnen und Kollegen, außer Briefe schreiben nach Berlin? Und, Herr Frömmrich, ich habe Ihre Pressemeldung natürlich aufmerksam gelesen, und wir fangen vorne an. Zunächst verweisen Sie ja auf die Soforthilfe, die in Hessen so gut gelaufen sei. 110.000 Anträge haben wir da, davon sind 66.000 innerhalb von 3 Wochen auch bewilligt worden. Aber immerhin 40.000 fehlen auch noch. Und Soforthilfe hätten wir uns anders vorgestellt. Soforthilfe eben. Und wir kriegen immer noch Mails von Bürgerinnen und Bürgern, die auch nach 4 Wochen noch keinen Bescheid haben. Und ich weiß auch gleich, was jetzt kommt. Der Antrag ist unvollständig. Es ist eine bewährte Strategie in der Verwaltung. Und Herr Minister, Sie werden uns auch gleich neue Zahlen präsentieren. Meine Zahlen sind 2 Wochen alt aus dem WVA. Neuere Zahlen habe ich auch nicht. Und das sagt auch sehr viel über Ihre Informationspolitik aus. In der Tat, Herr Wagner, da muss man Zeitung lesen. Anders wird man hier nicht informiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hatten Hilfen. Die hessische Landesregierung hat Hilfen von 20, 30 oder 10.000 € in Aussicht gestellt. Aber, Herr Wagner, Vorsicht vor dem Kleingedruckten in Hessen. Am Ende waren es dann bis zu 10.000, bis zu 20.000, bis zu 30.000. Für die Kleinstbetriebe haben Sie die 9.000 Bundesmittel auf 10.000 aufgestockt und den Hessenlöwen natürlich auf das Programm geklebt. Großzügige Hilfe, finden wir, sieht anders aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wann führen Sie eigentlich oder was meinen Sie mit ständiger Weiterentwicklung der Förderprogramme? Was heißt das konkret? Mikroliquidität von der WIBank, 3.084 Anträge, 364 bewilligt, 12%. 200 Anträge bei der Liquiditätshilfe für kleine und mittlere Unternehmen, 20 Bewilligungen, immerhin 2,2 Millionen € ausgeschüttet. Meine Damen und Herren, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich weiß auch nicht, was Sie mit Weiterentwicklung der Landeshilfe meinen, denn Sie haben ja alles, Herr Minister, von Anfang an äußerst restriktiv ausgelegt. Selbst die 100% Bürgschaftsübernahme waren Ihnen doch zu viel. Oder meinen Sie mit Weiterentwicklung, dass Sie jetzt der Hilferuf vieler tausend hessischer Selbstständiger erreicht hat? Herr Minister, Sie sprachen doch im letzten WVA noch von dem Drei-Säulen-Modell. Also Soforthilfe, Kredite und eben Grundsicherung. Und das ist blanker Hohn für die hessischen Solo-Selbstständigen, vor allem in der Kreativwirtschaft. Denn wer von zu Hause in der eigenen Wohnung arbeitet, der hat kaum Betriebsausgaben. Frau Kollegin Kinkel, Sie haben es gesagt, das Klavier der Klavierlehrerin ist bezahlt und die Kamera des Hochzeitsfotografen auch. Und er kriegt noch nicht einmal Grundsicherung, wenn er in einer Bedarfsgemeinschaft lebt.
Und ich will Ihnen mal einen Brief vorlegen. Da heißt es hier, durch die Corona-Hilfe, es geht um einen Filmpädagogen, sind mir 100% meiner Aufträge abgesagt worden. Die in Hessen zur Verfügung stehenden Hilfen für Freiberufler und Künstler sind gelinde gesagt ein Witz. Ich habe aus Bundesmitteln 490 € für mein Arbeitszimmer, mein Telefon, Internet, Homepage geltend machen können. Das war alles. Diese Hilfe reicht vorne und hinten nicht. Hartz IV kann ich im Moment nicht beantragen, da meine Frau noch ein paar Aufträge abarbeitet und darüber noch etwas Geld reinkommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo bleibt denn die Hilfe für die Kulturschaffenden, die Ministerin Dorn am 20.03. so fulminant angekündigt hat unter der Überschrift sicherstellen, dass niemand vergessen wird? Wann kommt denn da mal was? Da warten wir bis heute drauf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben doch zu Recht im Übrigen, sage ich auch gleich, durch Landesverordnung die Erwerbsmöglichkeiten der Selbstständigen eingeschränkt. Und dann ist es auch Aufgabe des Landes zu helfen und nicht am Ende nur an die Bundesregierung zu appellieren und sich ansonsten aus dem Staub zu machen. Hier gilt der alte Satz, vom Freibier lässt sich in der Tat gut trinken. Und schauen Sie doch einmal nach Baden-Württemberg. Die Kollegin Wissler hat eben gesagt, Nordrhein-Westfalen und Bayern sind auch gute Beispiele. Da gibt es doch Modelle. Selbst grün regierte Länder haben doch schon eine bessere Regelung gefunden, und zwar mit eigenem Geld. Und warum geht das nicht auch in Hessen? Wir haben Ihnen doch bei der Soforthilfe 1 Milliarde € durch den Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt. 190 Millionen sind im Moment ausgezahlt. Da ist noch ein bisschen Luft. Und wir haben auch eine Alternative vorgelegt. Die wird heute beraten, Frau Kollegin Kinkel. Unser Gesetzentwurf zur Corona-Hilfe, eine echte Hilfeleistung für Solo-Selbstständige aus Landesmitteln durch die Freien Demokraten. Und ich freue mich auch auf die Diskussion zu diesem Gesetzentwurf. Kein ALG II, keine Pfändungsfreibeträge, sondern Entschädigung für Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Pandemie. Eine echte Hilfe und kein Verweis auf gut gemeinte Verfahrensbeschleunigung, schreiben Sie, glaube ich, in Ihrem Antrag im Vergaberecht. Herzlich willkommen, fordern wir schon lange. Kommunale Konjunkturhilfe, bin ich auch mal gespannt, was das sein soll in Ihren Augen. Und dann die wirtschaftlichen Zukunftsthemen, die Sie angesprochen haben. Und konkreter wird Ihr Antrag ja auch nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schieben Sie bitte nicht die Verantwortung auf die Bundesregierung, sondern lösen Sie das Problem in Hessen. Vielen Dank. Und ich will zum Schluss noch einmal auf eine Sache eingehen, nämlich die Rebhühner. Nichts gegen Rebhühner. Die Rebhühner waren Ihnen in Hessen 22 Millionen € wert. Überlegen Sie einmal, was Ihnen die hessischen Solo-Selbstständigen wert sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Nächster Redner ist der Abg. Lichert für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, werte Kollegen! Eigentlich sind die Erwartungen an die Anträge der Regierungsfraktionen ja schon per se nicht so wahnsinnig hoch, aber sie schaffen es, auch diese souverän zu unterbieten. Es war wie üblich alter Wein in alten Schläuchen. Wir hören, wie großartig genau die Landesregierung alles macht. Und das Einzige, was noch großartiger ist, ist das, was die Landesregierung noch machen wird. Das ist normal, aber wir sind nun einmal nicht in normalen Zeiten, und Sie alle wissen, warum. Das bedeutet vor allen Dingen, dass Sie in der Verantwortung stehen, auch mehr zu bringen als nur wohlklingende Worthülsen. Die Bürger erwarten mehr, und Sie haben auch mehr verdient. Wenn man dem Titel Ihres Antrags glauben darf, dann wollen Sie die wirtschaftlichen Folgen von Corona abfedern und Hessens Unternehmen unterstützen. Ein konkretes Wie bleiben Sie aber schuldig. Man könnte sich an dieser Stelle jetzt daran abarbeiten. Man könnte sich auch an dem großartigen Vier-Punkte-Plan des Bundeswirtschaftsministers abarbeiten. Vielleicht musste man das sogar tun als Opposition, denn Opposition ist ja geradezu frustriert. Wir müssen hilflos mit ansehen, wie sogar dieser CDU und dieser GroKo
die demoskopisch gemessenen Herzen der Bürger zufliegen, die sich scheinbar in ihrem Stockholm-Syndrom einzurichten beginnen. All das könnte man tun, werde ich aber nicht, sondern ich will unserem Namen folgen und Ihnen eine reale und politische Alternative für Deutschland präsentieren. Bevor ich Ihnen erkläre, wie das gehen könnte, möchte ich Ihnen zunächst erklären, wie es definitiv nicht geht. Mit der Erlaubnis des Präsidenten halte ich hier ein Titelblatt einer Wirtschaftszeitung hoch. Er ist wieder da. Zu sehen ist Karl Marx, natürlich mit Mundschutz. Tja, was erlauben Wirtschaftswoche? Die Linkskurve sieht das natürlich als Häresie wider ihren Säulenheiligen. Ist es auch Ihr Säulenheiliger, Herr Frömmrich? Aha, gut zu wissen. Mich interessiert aber nicht Häresie. Mich interessiert, ob wir nicht wirklich auf dem Weg in die Planwirtschaft sind. Denn das ist der Kern des Sozialismus. Es geht heute nämlich darum, Bürger und Unternehmen in eine schleichende Entmündigung zu lockern. Und das funktioniert leider ziemlich gut. Denn wenn Sie die Bürger und Unternehmen fragen, ob sie den Sozialismus wollen, dann werden sie hoffentlich laut Nein schreien. Wenn Sie die gleichen Bürger und Unternehmen aber fragen, ob sie denn gerne öffentliche Zuschüsse hätten, vulgo Staatsknete, dann werden die gleichen wahrscheinlich begeistert Ja sagen. Und schon sind wir auf der schiefen Ebene oder, wie Friedrich August von Hayek es nannte, auf dem Weg zur Knechtschaft. Lassen Sie uns konkret werden. Der Bundestag hat einen rekordhohen Nachtragshaushalt in Höhe von 156 Milliarden € verabschiedet. Zu 122,5 davon für Mehrausgaben. Nur in Anführungszeichen 33,5 Milliarden für Minderausnahmen. Das bedeutet, der absolut überwiegende Teil soll mehr Geld ausgegeben werden. Und entsprechend wachsen natürlich auch die Begehrlichkeiten der Lobbyisten und Klientelpolitiker immer weiter. Wie kann man 120 Milliarden € schwere Klientelpolitik betreiben? Schauen wir nach Brüssel. Die EU weiß, wie das geht. Der Green Deal der EU-Kommissionspräsidentin der neuen von der Leyen wurde ja bereits in der Prä-Corona-Ära als eine Art Wunderwaffe gehandelt und natürlich auch von Investoren auf der Suche nach risikolosen Renditen auf Kosten der Allgemeinheit euphorisch beklatscht. Die sogenannte Taxonomie, die da in diesem Zuge eingeführt werden soll, gilt zwar bisher nur für die Finanzwirtschaft, aber langfristig werden natürlich alle wirtschaftlichen Tätigkeiten auf einer Skala von Gut und Böse, also hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit, Klimarelevanz etc. verortet werden. Wer oder was sich nicht an dieser Taxonomie ausrichtet, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wirtschaftlich scheitern. Er wird stärker besteuert, er muss höhere Zinsen zahlen und vor allen Dingen, er wird von der Zitze des Staates den Fördermitteln abgeschnitten. Meine Damen und Herren, eins ist klar, dieser Green Deal der EU ist grüne Klientelpolitik reinsten Wassers. Es handelt sich um planwirtschaftliche Wirtschaftslenkung, die Steuerzahlergeld in die Hände der Erfüllungsgehilfen ideologiegetriebener Großprojekte lenkt. Ob das volkswirtschaftlich, ökologisch oder sozial irgendetwas austrägt, ist dabei völlig egal. Diese Projekte sind sich und ihren Urhebern Zweck genug. Auf der einen Seite stehen dabei Politiker und Bürokratie, die natürlich nicht ohne medialen Applaus gerne Geld für das Gute, Wahre und Schöne ausgeben, und auf der anderen Seite die Unternehmer, die natürlich fröhlich trällern, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Man muss sich nur die diversen 180-Grad-Kehrtwenden in der Bewertung der Energiewende seitens der Unternehmen und Industrieverbände anschauen, um zu wissen und zu erkennen, dass meine These keine reine Theorie ist. Was ist also die Alternative? Sie erinnern sich an den einstimmigen Beschluss des Nachtragshaushalts hier im Haus. Und so wie damals tragen wir auch jetzt mit, dass der Staat Mittel mobilisiert, um Wirtschaft und Bürger aufzufangen. Dabei bieten sich im Staat grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Er kann mehr Geld ausgeben oder er kann auf Einnahmen verzichten. Und Sie alle, und mittlerweile sogar die FDP, Sie wollen mehr Geld ausgeben, im Zweifel natürlich für die eigene Klientel. Wir hingegen fordern, der Staat soll diese Mittel einsetzen, um gezielt auf Einnahmen zu verzichten und Bürger und Unternehmen dauerhaft zu entlasten. Die Ratio ist ganz einfach. Wir erleben zurzeit einen parallelen Angebots- und Nachfrageschock. Und der Angebotsschock wird sich vermutlich im Zeitverlauf auflösen. Aber beim Nachfrageschock sieht es ganz anders aus. Durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit
werden viele Einkommen drastisch sinken. Die Situation der Soloselbstständigen wurde hier bereits auch hinlänglich thematisiert. Und es kommen ja nicht nur die Einkommensverluste, sondern es kommt auch noch das psychologische Moment hinzu. Denn Unsicherheit führt zu Angstsparen. Dadurch sinkt die Nachfrage dramatisch. Und solange das so bleibt, werden natürlich die Unternehmen auch ihre Mitarbeiter nicht aus der Kurzarbeit zurückholen. Das bedeutet, wir stecken in einem Henne-Ei-Dilemma. Und wir brauchen Kaufkrafterhöhung beim Bürger, um die Nachfrage zu stabilisieren. Und wir fordern, diese Kaufkrafterhöhung durch eine drastische Senkung der indirekten Steuern zu erreichen. Die Umsatzsteuer ist nach der Lohnsteuer mit 183 Milliarden € die zweitergiebigste Steuer im Jahre 2019 gewesen. Ein erster Schritt sollte sein, die Senkung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf null. Es gibt leider erstaunlicherweise keine regelmäßigen Auswertungen, aber ich denke, 10% des Umsatzsteueraufkommens sind eine großzügige obere Grenze, was das in Zahlen bedeuten würde, macht 18 Milliarden € mehr Kaufkraft. Und diese Kaufkraft kommt insbesondere denjenigen zugute, die einen hohen Anteil ihres Einkommens für die Güter des täglichen Bedarfs ausgeben, also vor allem für sozial schwache Familien. Wer könnte dagegen etwas haben? Es verbleiben aber immer noch 165 Milliarden € Umsatzsteuer. Und da hätte ich noch eine gute Idee. Lassen Sie uns doch ein Andenken an das Kabinett Merkel I abräumen. Die erste merkelsche GroKo hat nämlich zum 01.01.2007 die Mehrwertsteuer erhöht. Erinnern wir uns, CDU und SPD konnten sich nicht einigen, ob sie auf 17% oder 18% erhöhen sollen. Was haben sie gemacht? Sie gingen auf 19%. Ja, so geht GroKo eben auch manchmal. Allein das wären heute 26 Milliarden € mehr Kaufkraft. Auch Energie- und Stromsteuern betragen in Summe über 47 Milliarden €, und auch sie belasten die sozial Schwachen überproportional. Hier kann und muss man entlasten. Denn die relative Steuerbelastung, also der Anteil des Einkommens, das für Steuern draufgeht, liegt bei den 10% mit dem geringsten Einkommen auf dem gleichen Niveau wie bei den Top-25-Verdienern. Sehr bemerkenswert. Das heißt, hier die Steuerlast zu senken, ist nicht nur ein Konjunkturprogramm, sondern es ist auch Aufgabe der sozialen Gerechtigkeit. So, und was machen wir jetzt mit den Unternehmen, die ausschließlich Geschäftskunden bedienen und daher von einer höheren Nachfrage der Privathaushalte nichts haben? Wir können nicht warten, bis durch Zweit- und Drittrundeneffekte sich diese Nachfrageerhöhung fortgepflanzt hat. Wir brauchen jetzt Investitionsanreize. In dieser akuten Phase der Liquiditätssicherung brauchen viele Unternehmen über zusätzliche Investitionen gar nicht nachzudenken. Aber es gibt natürlich auch weiterhin gut kapitalisierte Unternehmen, die auch weiterhin Gewinn machen und die auch auf der Suche nach vernünftigen Möglichkeiten zur Reduzierung ihrer Steuerlast sind. Und eine Idee dazu wäre es doch z.B. eine gestaffelte Reduzierung der Abschreibungszeiträume für Investitionsgüter durchzuführen. Wie wäre es, wenn wir z.B. die AFA-Dauer pauschal für alle Investitionen in 2020 um 2 Jahre verkürzen? Für alle Investitionen 2021 ein Jahr verkürzen. Das wäre ein starker Anreiz für Investitionen noch in diesem Jahr. Und die allgemeine Investitionszurückhaltung könnte dadurch gelindert werden. Ich komme zum Schluss und habe nach den sozialen und ökonomischen Argumenten noch ein dezidiert politisches Argument. Wer von Ihnen hier im Haus und auch auf der Regierungsbank, wer von Ihnen möchte Triage für Unternehmen betreiben? Wer möchte entscheiden, welches Unternehmen überlebt und welches nicht? Wer will den Arbeitslosgewordenen erklären, dass gerade ihr Arbeitsplatz nicht rettungswürdig war und sie leider in der falschen Branche gelandet sind? Wer jetzt nicht laut hier schreit, der sollte sich vor falschen Versprechungen gegenüber den Bürgern hüten. Er sollte die Hybris ablegen, der bessere Wirtschaftslenker zu sein und es lieber dem Markt, das heißt den Kunden, dieses harte Urteil zu überlassen. Und wenn Sie weiter an der Interventionsspirale drehen, dann steht am Ende wirklich, er ist wieder da. Und dann hätten wir die Krise auf Zeit durch eine Katastrophe auf Dauer ersetzt. Und das kann niemand wollen. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lichert. Nächster Redner ist der Abg. Eckert für die Fraktion der
Sozialdemokraten. Auf dem Weg hierher zwischen Desinfektion und Rede darf ich vielleicht noch mitteilen, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, jetzt gemeinsam europäisch handeln und Corona-Krise entschlossen bekämpfen, Drucksache 20-2694. Ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Und dann wird das mit dieser Top 51 und kann, wenn Sie dem nicht widersprechen, mit Top 35 zu dem Thema aufgerufen werden. So machen wir es. Ich bedanke mich sehr für Ihre Freundlichkeit, das abzuwarten, Herr Kollege Eckert, und darf Ihnen jetzt das Wort geben für 10 Minuten. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, es wurde nicht nur gestern, sondern eben auch schon wieder deutlich gemacht, dass Corona eines der großen bestimmenden Themen nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der Politik ist und die Herausforderung, wie wir Antworten geben, wie wir heute bei dem Thema Wirtschaft, wie wir Wirtschaft ins Wirtschaften bekommen und wie wir Menschen helfen. Und gleichzeitig ist, und das will ich am Anfang feststellen, gleichzeitig hat dieser Staat mit nie gekannten Anstrengungen bisher Unternehmen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter die Arme gegriffen, mit Soforthilfen, mit Kreditprogrammen, mit der Ausweitung des Kurzarbeitergeldes und vieles andere mehr. Und ja, meine Damen und Herren, bei meinem Vorredner, deswegen muss man das hier noch einmal betonen, das ist und das bleibt etwas Positives. In diesem Haus haben wir gemeinsam mit einem einstimmigen Abstimmungsergebnis zum Nachtragshaushalt den Weg dafür freigemacht. Dazu sagen Sie aus der Regierungskoalition üblicherweise natürlich kein Wort, sondern bleiben beim Jubel der Regierung. Welches Maß an Selbstverleugnung, aber das bleibt auch in Corona offensichtlich gleich. Für Hilfe und Unterstützung in Notsituationen sorgt dieser Staat, sorgt diese Gemeinschaft, egal, was in den letzten Jahren die Demokratieverächter von ganz rechts bis zu den neoliberalen Jüngern der alles richtenden unsichtbaren Hand des Marktes uns immer gepredigt haben, meine Damen und Herren. Diese Gesellschaft, dieser Staat sichert Arbeit und Beschäftigung, er hilft Unternehmen, die unverschuldet in Existenznöte geraten sind, und Gesellschaft und Politik müssen nun Antworten geben, wie wir auch unsere Wirtschaft wieder ins Wirtschaften bekommen. Und ja, dazu braucht es politische Debatte und auch Streit über den richtigen Weg, meine Damen und Herren. Und deswegen muss man aber auch feststellen, nein, es ist nicht alles gut in diesem Bundesland. Nicht alles, was wir entsprechend immer in den Darstellungen seitens der Regierung, seitens der Regierungskoalition hier verkündet bekommen, ist dann, dass wir wirklich bei allen auch die Antworten geben können, die sie brauchen, auf unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Spezifika in den Branchen. Kollege Naas hat einen Brief schon mit vorgelesen. Ich könnte Sie auch bombardieren mit ganz vielen Bereichen, die wir aus Hessen zugerufen bekommen, die auch ein Stück weit verzweifeln an der Sturheit der Ministeriumsleitung, die sagen, nein, wir haben jetzt hier eine Regel, und davon gibt es kein Jota der Abweichung. Es gibt keine individuell zugeschnittene Hilfe, meine Damen und Herren. Und das ist doch wahrlich ein Grund zu sagen, nein, es ist nicht alles gut in diesem Land, meine Damen und Herren. Spannend, und damit will ich mich beschäftigen, ist Ihr Satz aus Ihrem Antrag, dass wir mit vorsichtigen Maßnahmen auf dem Weg zurück in Richtung wirtschaftlicher Normalität sind, was auch immer wirtschaftliche Normalität und wie sie vielleicht in Zukunft sein sollte, dann auch aussehen mag. Über die Frage, welche Konjunkturmaßnahmen sinnvoll sind, streiten Lobbyisten und Verbände mit zunehmender Härte. Sie überbieten sich dabei mit einer Vielzahl von Vorschlägen, die aus der jeweiligen Logik plausibel und berechtigt sind. Eine Gemeinwohlorientierung, die das Land als Ganzes in den Blick nimmt, das ist dann unsere Aufgabe, die Aufgabe von Politik. Und da hätte ich mir heute von Ihnen, Frau Kollegin Kinkel, mehr als diesen Antrag erwartet für Ihren Minister zum Jubeln. Denn was wollen die Menschen draußen wissen? Wo ist Ihr Plan? Wo ist auch Ihr Kompass? Wo sind denn Ihre Maßnahmen, wie wir die Wirtschaft auch wieder ins Wirtschaften bekommen, meine Damen und Herren? Und mit den Hilfen will ich aber anfangen, weil es nun mal wirklich noch ganz akut viele Menschen in diesem Land auch betrifft. Und deswegen will ich das sehr deutlich sagen. Ich halte das für abwegig, wie Sie sich mit dem Thema Hilfen für Soloselbstständige verhalten. Nein, meine Damen und Herren der Koalition, niemand hindert Sie daran, ein eigenes Landesprogramm für Soloselbstständige aufzulegen. Der Verweis auf Berlin ist fehl am Platz und zeigt nur eines: Ihre Ideen und Antriebslosigkeit statt eines echten Gestaltungswillens. In anderen Bundesländern, Kollege Naas hat es gesagt, geht es, wenn man nur will. In Hessen liegt es an Ihnen, weil Sie nicht wollen. Soloselbstständige in Hessen, vielfältig, auch insbesondere im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft,
die kein oder nur ein geringes Betriebsvermögen besitzen werden, weil die Unternehmensbeihilfen des Bundes nicht als Ersatz für Einnahmeausfälle angelegt sind, in kürzester Zeit in die Grundsicherung fallen. Das Land kann und darf sich nicht seiner Verantwortung entziehen. Deswegen braucht es einen Sonderfonds des Landes Hessen für Soloselbstständige, der aus originären Landesmitteln gespeist wird. Und ja, es braucht finanzielle Überlebenshilfen für Hotels, Gastronomie, Tourismus und Schausteller mit dem Ziel, ihnen eine Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit nach dem Ende der Krise überhaupt wieder zu ermöglichen. Gerade diese Branchen werden noch länger mit den Einschränkungen aus Gründen des Infektionsschutzes leben. Es braucht hier Vorgaben und Perspektiven, wie es beispielsweise auch unsere Bundesländer Rheinland-Pfalz und Niedersachsen praktizieren. Da ist es schon vielversprechend, die Tickermeldungen, die jetzt auch heute Morgen wieder uns erreichen. Aber ich finde, da kann auch Land schon längst deutlich zeigen, wo es lang geht. Und da will ich die Kollegin Malu Dreyer zitieren mit ihrem Stufensystem mit klaren, nachvollziehbaren Wenn-Dann-Regeln. Zitat: Wenn die Fallzahlen klein bleiben, dann können wir Gaststätten wieder öffnen, wenn die Gastronomen ein Hygienekonzept haben und die Gäste sich an die Regeln halten. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ja, genau darüber diskutieren wir seit Wochen und Monaten, dass diese Regierung auch einfach mal mit solchen, wir sind jetzt schon seit länger als vier Wochen ist bei mir im Monat. Also von daher, seit langer Zeit diskutieren wir in Hessen darüber, dass genau das die Ansagen sind, die Unternehmerinnen und Unternehmen von Ihnen auch brauchen, wie Sie sich das vorstellen und diesen Stufenplan seitens des Landes Hessen. Auf den warten wir tatsächlich nach wie vor, meine Damen und Herren. Da braucht es entsprechend Hilfen des Landes. Die Busunternehmen, eine Branche, die uns im Moment überschütten mit Nachrichten, weil gerade dort viele Problemfälle da sind, weil auch das Land sich ein Stück weit, Stichwort Stornokosten bei Schulfahrten, auch nachher nicht ihrer Verpflichtung nachkommt, nämlich entsprechend zeitlich da entsprechend tatsächlich die Zahlungen anzuweisen. Also deswegen nicht nur von Hilfen reden, sondern da, wo wir auch selbst was machen, auch wirklich umsetzen. Das wäre auch schon neben eines eigenen Planes wirklich viel der Hilfe für die Unternehmerinnen und Unternehmen. Für die künftigen Hilfen, meine Damen und Herren, für Maßnahmen des Landes, wie wir Wirtschaft unterstützen und Impulse setzen können für die Zeit auch nach der Krise, aus der Krise heraus. Da braucht es Orientierung des Landes mit klaren sozialen, umwelt- und energiepolitischen Aspekten, wie wir kleine und mittelständische Unternehmen bei Innovationen unterstützen, wie wir Unternehmen, bei denen es zur Selbstverständlichkeit gehört, Mitbestimmung zu leben und Tariflöhne zu zahlen, unterstützen mittels unserer Wirtschaftsförderung, wie wir Investitionen am Standort Hessen unterstützen, bei denen Energie- und Ressourceneinsatz reduziert werden können und anderes mehr. Auf den Innovationsfeldern der Zukunft werden die Grenzen von industrieller Produktion und Dienstleistungen zunehmend durchlässiger, die Unternehmenswelten komplexer. Dazu braucht es Konjunkturimpulse, auch durch das Land, damit wir am Ende auch die dezentrale Innovationskraft unserer kleinen und mittelständischen Unternehmen stärken. Denn eins ist klar, wir müssen verhindern, dass nach der Krise eine Oligopolstruktur weniger großer, staatsunterstützter Unternehmen übrig bleibt. Dazu hätte ich mir substanzielle Ideen auch der Regierungskoalition gewünscht. Aber auch in Ihrem Antrag bleiben Sie darauf jede Antwort schuldig. Die Digitalisierung, Frau Ministerin Sinemus, habe ich eben auch irgendwo gesehen, hat gerade durch die Krise neuen Schub und neue Notwendigkeiten gezeigt, wo der ein oder andere sie bisher nicht gesehen hat. Wer sich näher mit beschäftigt hat, hat es vorher schon gesehen. Aber gerade jetzt wird die Digitalisierung für viele auch noch einmal ein Thema werden in den Unternehmen. Und deswegen, Frau Ministerin, nicht nur Videokonferenzen durchführen und Bilder dazu posten, das macht noch keine Digitalisierungspolitik in der Krise, sondern wirkliche Antworten, wie wir gerade KMUs, digitale Handelsplattformen, regionale und örtliche Marktplätze unterstützen und Ähnliches mehr. Auch das wären Ansätze. Wenn man schon ein Ministerium sich hält, dann könnte man dort auch neue Impulse hervorbringen, meine Damen und Herren. Und neben den ganzen Hilfen, damit will ich zum Ende noch einmal deutlich machen, was gebraucht wird, ist ein klarer, verlässlicher Rahmen von Regeln für die Wiederaufnahme wirtschaftlicher Tätigkeit. Wir müssen klare, draußen auch verständliche Regelungen festlegen, an die sich auch alle halten können. Es gibt da viele Beispiele, und da nehme ich, egal wer da handelt, niemanden aus. Aber es gibt Regeln, die versteht man nicht. Wenn auf der einen Seite Tattoo-Studios aufmachen können, bei Fitnessstudios man ihnen noch nicht einmal sagt, unter den und den Regelungen habt ihr eine Perspektive, dann gibt es durchaus zu Recht Fragen.
wenn man entsprechend den Baumarkt, egal wie groß die Fläche der Verkaufsfläche ist, aufmacht und auf der anderen Seite dem innerstädtischen Einzelhandel die eine baurechtliche Vorgabe mit 800 Quadratmetern entgegenhält, dann ist das durchaus mit vielen Fragezeichen zu versehen. Und auch da können Länder aktiv gestalten. Da gibt es auch, der Blick über den Rhein hilft, würde bei dieser Koalition häufiger helfen, entsprechend tatsächlich der Blick in der Frage, wie wir mit klaren Quadratmeterzahlen je Verkaufsfläche, mit klarer Vorgabe, wie viele Personen für alle, egal mit was gehandelt wird, eine Vorgabe machen könnten. Das will ich als Beispiel Ihnen beschreiben. Wenn ich meine, wir brauchen klare, verlässliche und draußen bei den Menschen verständliche Regelungen, weil sie sind gewillt, diese Regeln auch alle einzuhalten. Nur dem Willen der Menschen haben wir es zu verdanken, dass wir diesen Anstieg, an dem wir am Anfang alle Angst hatten, abgemildert haben und die Infektionszahlen so sind, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und deswegen müssen wir da entsprechend deutlich machen, wir brauchen da klare Ansagen. Es braucht kein Wirrwarr, das will ich abschließen, weil es heute auch noch, Herr Präsident, in der Zeitung stand, sagen, das, was Sie sich leisten beim Thema Fahrschulen mit einem Hickhack hin und her, keiner weiß, wo man dran ist. Das ist genau all das, wo Sie, Herr Minister, eigentlich für zuständig wären. Dafür hätten Sie genug Arbeit und dafür braucht es nicht des Lobes, sondern weiterhin viel Gehirn, viel Kreativität und viel Ideen. Leider vermisse ich das alles in Ihrem Antrag. Wir brauchen aber einen klaren Ansatz für dieses Land, damit es am Ende nachher Wirtschaft wieder ins Wirtschaften kommt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Eckert. Nächster Redner ist der Kollege Kasseckert für die Fraktion der CDU. Danke schön, Frau Wissler. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie gestern schon angedeutet und vermutet, wird uns das Thema Corona und die Pandemie, ihre Auswirkungen nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin beschäftigen. Es ist eben keine Grippe oder keine leichte Grippe, wie man anfangs vermutet hat und vielleicht auch leichtfertig der ein oder andere damit umgegangen ist, sondern es wird zu großen Veränderungen führen, zu globalen Veränderungen führen. Es wird viele Bereiche unter Stress setzen. Und ich glaube, und das will ich an dieser Stelle voranschicken, dass wir bisher mit dieser Pandemie sehr gut umgegangen sind, dass wir mit den einschränkenden Maßnahmen, die alle von uns betroffen haben, im zivilen Leben, im wirtschaftlichen Leben, auch bei uns im politischen Umgang, aber dass die Gesellschaft mit diesen Einschränkungen gut umgegangen ist, dass am Ende das Ziel erreicht wurde, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren und dass wir auch in diesem Kontext der ersten Tage die wichtigen und richtigen Weichenstellungen getroffen haben mit den sogenannten Soforthilfen. Wir sind zu dem Zeitpunkt im März noch davon ausgegangen, und auch das muss man sagen, im Umgang mit dieser Pandemie gibt es ja keine Blaupause. Niemand hatte sofort die Lösungen parat, wie wir damit umgehen müssen. Aber was wir gemacht haben in der Annahme, dass wir möglicherweise in 2 oder 3 Monaten die Pandemie oder diese Corona-Krise überstanden hätten und dann in den Normalzustand übergehen könnten, da war die Idee, die Vorstellung der Liquiditätssicherung. Und das war die richtige Entscheidung. Das war die richtige Entscheidung für viele hessischen Unternehmerinnen und Unternehmen, dass wir mit den Soforthilfen Liquidität in das System gegeben haben. Die Zahlen sind hier genannt. Herr Dr. Naas war an der Stelle vielleicht noch etwas zurückverhaftet mit den Zahlen, die Sie genannt haben. Die aktuellen Zahlen, aber nur damit Sie sie auch kennen, sind rund 120.000 Anträge, von denen 90.000 Anträge erledigt sind und immerhin 810 Millionen Euro ausgezahlt wurden für Soforthilfe. Und ich will an der Stelle mit Bundesmittel selbstverständlich, und ich will an der Stelle deutlich machen, dass wir all denen danken, die daran mitgewirkt haben. Und das wird Ihnen nicht anders gegangen sein in der Beantwortung. Es wird Ihnen nicht anders gegangen sein in der Beantwortung von Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, von Unternehmen, die zu Tag- und Nachtzeit angegangen sind. Aber ich habe auch erlebt, dass wir zu Tag- und Nachtzeit Antworten erhalten haben,
von den jeweiligen Regierungsstellen, vom RP. Ich habe erlebt, dass wir E-Mails erhalten haben am Karfreitag, am Ostersonntag, am Ostermontag. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb gilt mein Dank nicht nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen, sondern eben auch der Politik und den Behörden, die, wie ich meine, einen klasse Job gemacht haben. Und auch das muss an dieser Stelle gesagt werden. Wir haben neben den Soforthilfen ja auch weitere finanzielle Hilfen angestoßen. Es sind die Programme, ich glaube, die Kollegin Kingel hat sie genannt, die Programme der WI-Bank genannt worden. Wir haben uns dafür massiv eingesetzt, dass die KfW-Kredite besser in Anspruch genommen werden können, weil am Anfang die Hürde war der Haftung der Hausbanken. Auch hier haben wir es erreichen können über die Arbeit der Bundesregierung nach Brüssel, dass es eine hundertprozentige Haftungsfreistellung gab, was auch hier wieder einen Knoten gelöst hat. Und deshalb glaube ich, um einen Strich darunter zu machen, dass wir mit diesen Maßnahmen die richtigen Entscheidungen getroffen haben für die Liquiditätssicherung dieser ersten drei Monate. Aber es macht auf der anderen Seite eben auch deutlich, dass diese drei Monate nicht ausreichend sind, um mit der Pandemie umzugehen, sondern dass wir jetzt unsere Strategie ändern müssen und langfristig und in einzelnen Branchen schauen müssen, wo können wir Perspektiven bieten. Ich komme gleich darauf zurück. Ich will nur, Herr Eckert, einen Satz zu dem Thema Solo-Selbstständigen sagen. Am Ende teilen wir uneingeschränkt die Kritik, dass wir hier eine Personengruppe haben, die wir bei den Soforthilfen zu Beginn eigentlich mit bedienen wollten, aber die durch die Bedingungen des Bundesprogramms nicht bedient werden konnten, weil die Realität eben eines Soloselbstständigen in der Tat so ist, dass wenig laufende Kosten, der Fotograf wurde genannt, oder auch bei den Künstlern, dass wenige laufende Kosten, die von den Soforthilfen gedeckt werden, anlaufen, sondern dass ihnen wesentlichen Umsatzerlöse verloren gegangen sind. Wir müssen aber auch festhalten, lieber Kollege Eckert, dass es am Ende eine Entscheidung der Bundesregierung war, die wir beide mittragen müssen, oder die unsere beiden Parteien aus SPD und CDU tragen, die es nicht ermöglicht haben, die Mittel, die vom Bund kamen, für Soforthilfen im Sinne von Grundsicherung für Soforthilfen der Selbstständigen einzusetzen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Die Grundsicherung wurde vereinfacht. Es gibt Lösungen, es gibt Angebote. Aber ich hätte mir an dieser Stelle sicher auch ein etwas unbürokratischeres, etwas einfacheres Vorgehen vorstellen können. So ist der Lauf der Dinge. Die Entscheidung im Bund ist anders gefallen. Auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Dennoch muss man sehen, was ist entstanden. Über Nacht sind mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, mit den Einschränkungen, Umsätze weggebrochen. Wir haben manche Betriebe von Staats wegen geschlossen. Wir haben erlebt, dass es Unterbrechungen in den Lieferketten gibt, dass wir erkennen mussten, dass diese globale Welt, wie wir sie kennen und wie wir sie auch in weiten Teilen schätzen, aber natürlich auch anfälliger geworden ist, ganz besonders in den kritischen Bereichen, was Pharmazie betrifft. Also hier haben wir in Hessen natürlich in den verschiedensten Bereichen und Branchen auch hart gelitten. Während die Pharmaindustrie sicher eine der wenigen sein wird, die erfolgreich und als Gewinner aus dieser Krise hervorgeht, haben wir in Hessen zwei wesentliche Stützen unserer Wirtschaft, nämlich das Thema Luftverkehr mit dem Flughafen Frankfurt. Fraport hat in den letzten Tagen 97% Rückgang der Flüge im Vergleich zum Vorjahr, zum gleichen Monat des Vorjahres. Und es macht deutlich, wenn wir einen Flughafen betreiben mit 70 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr und einen Rückgang auf 97%, was das für Auswirkungen haben wird. Und die Tourismusbranche, auch der Luftverkehr, der damit dranhängt, der wird eine der Branchen sein, die erst am Ende dieser Pandemie wahrscheinlich wieder auflaufen oder anlaufen werden und auflaufen können zu einer alten Größenordnung. Und ich denke, hier haben wir eine besondere Verantwortung, weil mit Fraport, mit dem Luftverkehr Frankfurt unser Herzmuskel Hessens empfindlich getroffen ist. Und deshalb muss es darauf ein besonderes Augenmerk geben. Auch Messe und Veranstaltungen ist ein weiterer Punkt. Die Lufthansa, die Diskussion um die Lufthansa will ich an der Stelle hier nicht näher ausführen. Das verfolgen wir alle. Wir müssen ein Interesse haben, diese Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, auch in Zukunft wieder erfolgreich am Markt zu halten. Und da geht es
Und da geht es eben auch um die Frage, welche Perspektiven eröffnen wir. Die schrittweise Lockerung, die wir in den vergangenen Wochen erfahren haben, die sicherlich heute noch einmal ausgedehnt werden, das sind erste Schritte zurück in ein Stück weit Normalität. Es ist noch keine Normalität. Die Menschen gehen aber verantwortungsvoll damit um. Die Abstands- und Hygieneregeln werden immer mehr in den Fokus kommen. Es geht weniger um die Frage, welche Branchen schließen wir oder halten wir geschlossen, sondern wie können wir es unter der Einhaltung dieser Abstands- und Hygieneregeln ermöglichen, dass wir zu einer Rückkehr ins Geschäftsleben kommen. Und das hat in der vergangenen Woche, und auch das will ich als Beispiel sagen, ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Unternehmer, einem Einzelhändler in der Möbelbranche, der sich sehr dafür bedankt hat, dass wir eben diese Lockerung von 800 Quadratmeter auch auf die größeren Betriebe bezogen haben, obwohl sie dann nur eine kleinere Verkaufsfläche haben. Aber sie hat dazu geführt, dass wieder Liquidität in diese Unternehmen geflossen sind, weil die Menschen hingegangen sind, eingekauft haben, angezahlt haben und damit auch ermöglicht haben, dass diese Unternehmen nicht nur am Leben gehalten werden, sondern dass sie überleben, dass sie diese Krise überstehen und mit weiter fortschreitenden Lockerungen eben auch wieder bessere Perspektiven haben. Wir brauchen diese starke Wirtschaft. Wir brauchen sie auch, um die Bereiche und Herausforderungen zu lösen, die im Gesundheitswesen entstehen, die im Sozialbereich entstehen. Wir haben wahnsinnig viele Mehrkosten, Mehraufwendungen in den nächsten Wochen und Monaten und sicherlich auch Jahren zu erwarten und auch die Veränderungen im Gemeinwesen. Deshalb brauchen wir eine starke Wirtschaft, um das erwirtschaften zu können, was wir der Gesellschaft zurückgeben. Wir wollen die Rettung von unverschuldet in Not geratenen Betrieben. Dafür müssen wir Förderprogramme erarbeiten. Und es ist richtig. Niemand kann erwarten, dass wir hier und heute am Pult irgendwelche Lösungen bieten, wo man sagen, das und das allein ist das einzig mögliche Konzept für die nächsten Wochen und Monate. Aber wir haben eine Orientierung, eine Perspektive darauf, mit Förderprogrammen gezielt zu helfen, mit finanzieller Unterstützung eben auch Konjunkturprogramme in den Kommunen anzustoßen, dass wir mit Staatshilfen große Unternehmen unterstützen, aber auf der anderen Seite keinen Einfluss ins operative Geschäft nehmen sollten. Wir brauchen Deregulierung, auch das habe ich gestern gesagt. Vergaberecht ist hier angesprochen worden. Und am Ende, und damit komme ich zum Ende, geht es uns darum, dass wir erkennen müssen, dass wir auf der einen Seite als Staat nicht der bessere Unternehmer sind, dass wir mit unseren Förderprogrammen der Wirtschaft Unterstützung und Perspektive geben müssen und dass wir in dem ganzen Prozess am Ende einen Prozess von Versuch und Irrtum nicht herumkommen werden. Aber als letzten Satz, und das gestatten Sie mir als Bürger und sicherlich auch im Namen von vielen Unternehmen, es gibt kein Land, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dem ich persönlich diese Krise lieber erlebt hätte als in der Bundesrepublik Deutschland. Und ein Stück weit, glaube ich, kann man auch darauf stolz sein. Vielen Dank.